Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf dem Sunrise YouTube Channel. Ich bin Chiara und im heutigen Video zeige ich dir, wie du deine Sunrise Internetbox ganz einfach via Telefonsteckdose installieren kannst. In dieser Verpackung wird die Internetbox zu euch heimgeliefert. Darin enthalten sind natürlich die Internetbox, DSL-Kabel inklusive verschiedener Adapter, ein LAN-Kabel und ein Stromkabel inklusive Netzteil. Steck als ersten Schritt das Netzteil in eine Steckdose und andere Ende in den Router. Jetzt kannst du den Router am Knopf an der Seite einschalten. Steck jetzt das DSL-Kabel im grauen Eingang am Router. Das andere Ende kommt in die Telefonsteckdose in der Wand. Falls es einen Abstand zwischen Stecker und Telefonsteckdose hat, ist der noch nicht richtig eingesteckt. Die Lücke muss geschlossen sein. Passt der DSL-Stecker nicht, so kannst du einen von uns mitgelieferten Adapter verwenden, um es einstecken. Bei der ersten Inbetriebnahme kann es bis zu 10 Minuten gehen, bis der Router synchronisiert ist. Sobald das Symbol am Router konstant weiss leuchtet, ist der Router mit dem Internet verbunden und betriebsbereit. Deine Geräte kannst du jetzt über das LAN-Kabel verbinden. Das eine Ende kommt in den Router und das andere Ende zum Beispiel in deinen PC. Möchtest du deine Geräte allerdings über WLAN verbinden, so findest du an der Unterseite von deinem Router einen Aufkleber mit deinen Zugangsdaten. Dein Festnetztelefon kannst du jetzt im Eingang Tel 1 oder Tel 2 einstecken. Hast du ein Telefon ohne Basisstation, so kannst du das über die Deckt-Funktion verbinden. Drück dazu für mindestens 3 Sekunden die Deckt-Taste an der Oberseite des Routers. Der Kopplungsmodus ist jetzt für 2 Minuten aktiv. Im Menü von deinem Telefon musst du ebenfalls den Kopplungsmodus aktivieren. Der ist je nach Hersteller auch als Pairing bezeichnet. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert an deinem Telefon, so kannst du das im Benutzerhandbuch nachlesen. Du kannst deine WLAN-Daten ganz einfach über den Routerzugang ändern. Wir empfehlen dir da die Verbindung mit dem LAN-Kabel. Möchtest du deine Einstellungen allerdings via WLAN-Verbindung vornehmen, so ist das auch möglich. Dabei ist aber zu beachten, dass du nach den Änderungen aus dem Netz gehst und dich nochmal mit den neuen Zugangsdaten anmelden musst. Öffne dazu den Internetbrowser an deinem Laptop oder PC und gib in der Adresszeile ein 192.168.1.1 und drück dann auf die Enter-Taste. Im nächsten Schritt wird ein Passwort von dir verlangt. Das findest du auf dem Aufkleber an der Unterseite von deinem Router. Wähle im Interface vom Router im Kästchen vom Wi-Fi 2.4 GHz die Einstellung an. Du kannst deinem WLAN jetzt einen eigenen Namen und Passwort geben. Wenn du zufrieden bist damit, drückst du auf Anwenden. Beachte dabei, dass auf dem Router standardmäßig 2,4 und 5 GHz Netzwerk als zwei verschiedene Netzwerke angezeigt werden. Deine Änderungen musst du jetzt also auch noch am 5 GHz Netzwerk vornehmen. Jetzt kannst du deine Geräte mit deinen neuen WLAN-Daten verbinden. Die Installation ist jetzt abgeschlossen und du kannst dein Internet in voller Zeit geniessen. Abonniere unseren Kanal, um kein neues Video zu verpassen und hinterlasse uns ein Like, falls dir das Video gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und in diesem Sinne, ciao zusammen und bis bald.